Hallo, ein Aufgebraucht gibt's von mir. Ich zeige euch meinen Müll. Und das ist jetzt der Müll, glaube ich, von 2 oder 1 Woche. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist die Kiste etwas voll und ich dachte, ich entsorg's. Zum einen ist hier nicht mehr viel drin. Von Mary Kay eine Handcreme. Die zeige ich euch gleich, weil das gibt sonst ein Geschmiere. Damit von der Konsistenz her ist es so ein bisschen buttrig. Aber lässt sich ganz gut eincremen. Ich würde trotzdem nicht so viel Geld für diese Handcreme ausgeben. Vor allen Dingen nicht für Mary Kay. Keine Ahnung. Ich habe nicht so die besten Erfahrungen mit Mary Kay. Wobei ich die Lippenstifte eigentlich ganz gut finde. Und auch die Liquid Lipsticks. Aber sonst so Pflegeprodukte. Ich weiß es nicht. Da würde ich lieber in so High-End-Zeug da oder richtige, ja, aus der Apotheke oder sowas. Nee. Also, Also war okay, aber es ist so ein Geschmiere noch auf den Fingern. Dann haben wir hier eine ganze Menge, würde ich sagen. Zum einen haben wir diese Klopapier Edition. Das war eine Limited Edition King Size Mega Pack, 24 Stück. Die hat uns ja 2 Monate jetzt gereicht, glaube ich. Über 2 Monate. 24 Rollen, dreilagig reicht. Denn ich wickel das Klopapier eh öfters mal rum. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Und es war mega lustig, denn da waren so kleine Hunde drauf und mein Sohn feiert das Klopapier. Würde ich mir auch wieder kaufen, war nicht zu hart oder sowas. Dann Finish Spezialsalz habe ich leer gemacht und zwar fehlt mir jetzt auch Salz. Ich wollte unbedingt noch am Dienstag welches kaufen, muss jetzt Donnerstag welches holen und ich bleibe bei Finish. Außer ich gehe jetzt in einen Laden, wo es einfach Finish nicht gibt, sondern nur so teure, dann würde ich auch was teuer, dann würde ich auch das Günstige zugreifen. Dann habe ich tatsächlich einen Rasierschaum leer gemacht von Elina Med. Ich fand den Rasierschaum toll und er hat sehr, sehr arg nach Mann gerochen. Und ich finde das richtig geil. Also Männerrasierzeug und Männersachen, ich liebe es. Dann habe ich was leer gemacht und zwar eine Waschcreme von Balea, die ich euch echt für trockene und sensible Haut empfehlen kann. Denn ich finde, hier passiert wirklich so ein Ölfilm auf dem Gesicht. Kostet 1,45 Euro, bin ich der Meinung. Gibt es noch im DM, habe ich erst vor kurzem mal gegoogelt gehabt, um zu gucken, ob ich das überhaupt noch nachkaufen kann. Und würde ich in einen DM nochmal reinstolzieren und würde so ein bisschen aufbrauchen, mein Kram, und hätte nichts dergleichen da, würde ich sofort dazu greifen, denn ich finde es echt gut. Also ich finde es gut, weil ihr macht euer Gesicht, das ist so ähnlich wie das Nivea in Dusch, was ich euch schon mal gezeigt habe. Und genau so ist es. Ihr macht euer Gesicht nass, gebt ein bisschen dieses Zeug drauf und dann löst es die Mascara einfach optimal. Ich finde, das ist so eine sanfte Reinigung. Ich kenne keine. Vielleicht kaufe ich sie mir auch demnächst nach, weiß ich noch nicht. Könnte ich auf jeden Fall mir vorstellen, nachzukaufen. Dann habe ich zweimal leer gemacht meine Swatch-Tücher. Die benutze ich für alles. Auch wenn ich hier rumgesaut habe oder was abwischen will, benutze ich diese pflegende Reinigungstücher. Ich liebe diese Popotücher. Ich würde die auch von Pampers kaufen. Hätte ich jetzt einen Coupon oder sowas, dann würde ich das auch kaufen. Dann aus meinem Projekt ist tatsächlich das hier leer gegangen. Ja, das ist ein Silberglanz-Shampoo. Das ist einfach ein Shampoo mit lila Farbe und fertig. Auch wenn ich das 3 Tage einwirken lassen würde, würde es nichts bringen. Ich habe euch heute mal ein Video abgedreht, in trockene Haare Silbershampoo reinzumachen und das 3 Minuten einzuwirken und so sieht es dann endergebnismäßig aus. Hier unten ist noch ein bisschen Öl drin, das lasse ich da drin. Das mache ich immer nach dem Silbershampoo. Danach, es trocknet die Haare ein bisschen aus, finde ich. Es wäscht einfach die Haare, macht sie sauber, bisschen strohig, mehr nicht. Dann ein Axe-Deo, was mein Freund ja als Flop deklariert hat. Das habe ich heute. Bin ich in der Bude rumgegangen, habe das ausgesprüht, damit wir das endlich entsorgen können. Also er hat es dann seitdem nicht mehr unter den Armen benutzt. Dann habe ich ich hatte den Putzboy. Das ist so ein, ja, so ein Kratzer. Ihr seht, es ist dreckig, habe ich jetzt auch nicht sauber gemacht, weil es kommt eh Müll. Und habe jetzt den Edelstahl Putzboy und ich mag den, also diesen Domol Kochfeldschaber, den mag ich irgendwie lieber. Der ist mir irgendwie handlicher.
Gefällt mir auch vom Design. Ich hoffe, der rostet nicht so schnell, weil das ja komplett ist. Da rostet ja ab und zu schon die Klinge. Und mich hat es genervt, weil die Klingen immer da drinne waren und ich das Ding unter Wasser gehalten habe. Und dann sind sie alle verrostet und ich das nicht geblickt. Dann etwas auch aus meinem Projekt leer gegangen ist: Today Cremedusche Coconut Colada vom letzten Jahr noch. War eine Limited Edition. Ich habe gesehen, diesmal haben sie eine Wassermelone Edition. Ich würde tatsächlich eher, wenn ich eine kaufe, dann eher diese bevorzugen. Die war von der Konsistenz zwischen Gel und Creme. Hat mir gut gefallen. Also besser, sage ich mal, als Gel. Ich mag ja eher diese cremigen Konsistenzen, dieses Wohlhabende, also dieses Wohlfühlende, nicht Wohlhabende, Wohlfühlende, dieses Umarmte, Geschmeidige. Und das ist einfach zum Duschen. Zack, zack, fertig. Und ja, roch aber wirklich so nach Cocktailbar und ja, auch sehr alkohollastisch. Da ist bestimmt auch Alkohol drinne, so wie es gerochen hat. Also wenn ich dran rieche, bin ich gleich um. Ja, kann ich euch nicht so empfehlen. Der Geruch war ganz in Ordnung, aber kann ich euch nicht so ans Herz legen. Ich muss mal gucken, dass ich meine Sachen vom Projekt ja nicht wegschmeiße, ich Depp. Dann haben wir eine Zahnpasta gerade in Benutzung, und zwar die Colgate. Die haben wir auch leer gemacht. So sieht die Umverpackung aus. Ich hatte mal 100 Milliliter und ich liebe diese Zahnpasta. Obwohl ich recht schmerzempfindliche Zähne habe, ist diese Zahnpasta ganz okay. Es kommt immer darauf an, mit was für eine Zahnbürste ich sie benutze. Ich liebe diese Zahnpasta. Ich habe vergessen, dass es Mülltrennung ist. Ich liebe diese Zahnpasta, kann ich euch absolut empfehlen. Für Leute, die ja, rauchen. Auch. Und dann hat meine Tochter hier zwei Bilou-Sachen leer gemacht. Hat sie gesagt, das Minte fand sie toll vom Geruch her. Aber es hat ihr nicht so vom Duft her gefallen, wie es dann auf der Haut war. Also es ist zwar schnell verschwunden. Das ist einmal Mint Love und einmal Purple Love. Purple Love hat ihr besser gefallen. Dann hat mein Sohnemann gebadet in Alles Klaro Bad. Das hatte ich nachgekauft. Das hat mir, glaube ich, die liebe. Entweder war es die liebe Anne oder die liebe Sunny ins Päckchen gelegt. Und ich habe das danach gekauft und er feiert das. Er liebt das. Er ist ja ein Superheld. Ein Superheld muss irgendwas in der Badewanne haben. Dann habe ich etwas von der Ostereiermalerei. Wollte ich euch sagen, dass ich diese Stifte nicht mehr nachkaufe. Die habe ich jetzt vor ein paar Jahren gekauft. Die wären 2019. Eigentlich müssten sie noch gültig sein. Dieses Jahr sind aber abgelaufen. Ich glaube, ich habe sie letztes Jahr also abgelaufen, indem dass sie einfach nicht auf der Eierschale malen. Überhaupt nicht malen. Ich weiß auch nicht, was es soll. Ich werde so Ostereiermale Stifte nicht mehr nachkaufen. Die waren jetzt von Ostereiermaler. Ja. Das war die Firma. Das sind so dicke Stifte gewesen und ich dachte, mein Kind hat Spaß daran, die Eier anzumalen mit diesen Stiften. Aber wie gesagt, drei von den sechs haben nicht gemalt. Die habe ich weggeschmissen. Zwei habe ich jetzt noch aufgehoben, um euch das zu zeigen. Ich dachte, das wäre ganz interessant. Dann etwas, was wir auch leer gemacht haben, fand ich auch nicht gut. Das war das hier. Das war Glanzmaler. Die sind eigentlich schon abgelaufen, 2006, könnte vielleicht auch daran liegen. Die sind eigentlich zu malen gewesen. Die sahen so aus. Ja, das waren so Stifte und dann kam vorne was rein. Ich meine, es war ja eh die Eierschale, die man abgemacht hat. Das war ja nicht so, dass man es gegessen hat. Von daher war es nicht so wild, sage ich mal. Falls da jemand meint, oh je, ist abgelaufenes Zeug, oh je. Ihr wisst ja, es ist manchmal oh, kritisch hier drin. Ja. Die kamen so rausgeschossen dann. Man konnte sie nicht richtig dosieren. Hat mir nicht so gut gefallen. Also müssten Erwachsene das machen? Ja. Kinder? Nein. Also meine Große hätte es auch noch hinbekommen. Sie hat aber keinen Bock auf diese Stifte gehabt, weil sie so rumgeschmiert haben. Dann haben wir Popotücher leer gemacht. Und zwar waren es die Waldbeeren. Wir machen jetzt erstmal alle Popotücher leer, die wir so haben. Und dann werde ich im Müller wieder mal eine große Ration nachkaufen. Ich denke, das ist. Ich bin gerade ein bisschen DM und Müller scheu, weil ich einfach nichts kaufen möchte gerade. Dann haben wir eine Gesichtscreme. Und zwar ist es diese hier, Garnier Skin Active Botanische Tagespflege mit Rosenwasser. Pflegt intensiv und beruhigt. Ich fand sie richtig gut. Nur habe ich jetzt gerade gemerkt, dass sie abgelaufen ist. Die riecht so ein bisschen ranzig auf dem Gesicht.
So von der Konsistenz hat sie mir auch gefallen. War so eine Creme-Gel-Geschichte. Werde ich natürlich jetzt entsorgen. Schade drum, war ja in meinem Projekt drinne. Aber nee. Die hat schon so einen müffligen Unterduft. Das möchte ich mir nicht ins Gesicht klatschen. Möchte ich mir nicht reinklatschen. Welche Farben mir sehr gut gefallen haben von der Ostermalerei? Supercolor Trio. Man konnte sie ineinander mischen. Also man konnte drei verschiedene Farben draus machen oder so eine Farbe. Also es waren drei Farben und sie waren sehr intensiv. Die habe ich aus dem DM geholt und die wären auch eigentlich abgelaufen. Von. Ich stehe da eigentlich immer dran. Also ich kaufe sie immer, wenn sie rausgehen. Wir haben jetzt noch für nächste. Ich habe weiße Eier gemacht und die Farben kamen sehr, sehr gut raus. Also mit den Kindern eigentlich wollte ich keine machen. Dann etwas, was ich jetzt auch entsorge, weil es, ja, ich werde es nicht nutzen. Es ist für mich absoluter Flop. Das hatte ich euch schon mal gesagt. Ich versuche ja so groß, so gut es geht, meine Sachen aufzubrauchen. Ja, es ist immer schade, wenn was kippt. Es passiert auch jemandem, der nicht viel hat und die Sachen nicht so oft benutzt. Ja, es passiert einfach. Manchmal werden die Sachen auch ranziger, bevor sie ablaufen. Das ist halt einfach so. Was will man da machen? Einfach noch mehr kaufen, ne? Dann, nee, fand ich, scheiße, es trocknet die Haare einfach viel zu sehr aus, macht keinen Sinn. Dann habe ich alle I Love Color Intensive Fine Eyeshadow Base aufgebraucht. Die feiere ich wirklich. Also die ist ratzeputze leer, wie ihr seht. Vielleicht da unten am Boden, aber ich kratze das Ding jetzt nimmer aus. Der Applikator ist ziemlich abgelutscht. Von daher, irgendwann ist dann auch mal gut mit den Sachen auskratzen. Eyeshadow Base fand ich toll, würde ich mir tatsächlich nachkaufen. Und wenn ich sie mir nachkaufen würde, würde ich gleich den Stopper entweder aufmachen und sie ausdünsten lassen. Denn ich habe sie mal stehen lassen und dann wurde sie so richtig schön cremig und nicht so flüssig. Also, oder sie einfach mal offen stehen lassen mit Deckel. Fand ich ein tolles Produkt, würde ich nachkaufen auf jeden Fall. Dann eine Gesichtspflege und zwar die Bio Performance. Ich habe gerade so einen weißen Strahl von meinem Handylicht. So sieht die ganze Geschichte hier aus von Shiseido. Ich muss sagen, ich habe diese Creme gegoogelt und was muss ich euch sagen? 60 Euro bin ich einfach nicht bereit für eine Gesichtspflege auszugeben, obwohl sie eine mega geile Gesichtspflege und auch die passende, das waren 7 Milliliter, das hat mir garantiert 3 Wochen gereicht, jeden Abend mein Gesicht cremen. Super schön, wirklich, habe ich sehr gefeiert. Könnte ich mir nach vorstellen, wenn ich es in ein ja, 15 Milliliter Typchen bekomme, was ich rede manchmal, das ist unglaublich, bekomme, würde ich es auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe einfach zu viel geredet und zu wenig geredet und keine Ahnung was. Ganz, ganz tolle Creme. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Und auch aus meinem Projekt ist ein Douglas XS Mal Any Size Any Time Pure Fighting Cleansing Water leergegangen. Klärendes Gesichtswasser. Fand ich okay. Hat nicht gebrannt. Ich habe oftmals bei Gesichtswasser das Problem, dass es brennt. Das hat nicht gebrannt. Es hat schön gereinigt. Ich hatte wirklich ein klärendes Gefühl. Würde ich mir natürlich jetzt nicht kaufen. Ich habe Rosenwasser. Rosenwasser funktioniert für mich am allerbesten. Dann habe ich eine Mascara aussortiert, leer gemacht, wie ihr es sehen wollt. Wenn Mascara für mich nicht mehr funktioniert, sortiere ich sie aus, dann ist sie für mich aufgebraucht. Auch wenn da ein paar Krümel noch dran sind. Also auch wenn da. Aber sie ist jetzt wirklich ausgelutscht. War eine tolle Mascara. Das habe ich wirklich gefeiert, dieses Tütchen aufzubrauchen, weil es wirklich einen Effekt gegeben hat. Ich mag Wimperntusche, wenn man auch sieht, dass man Wimpern hat. Ich mag nicht, wenn sie ultra trennt. Was bringt mir das? Dann habe ich irgendwie, sehe ich aus wie ein, trotzdem wie Albino, ja? Das mag ich nicht so. Ich mag Wumms auf den, das ist mir schon fast zu laschi heute. Aber es hat sich auch abgetragen. Also ich lag schon in der Geschichte, ne? Dann etwas, wo ich nicht genau weiß, was ich damit machen soll. Leute, ich habe doch hier so ein zusammengemixtes Puder. Ich weiß es nicht, werde es die Tage noch probieren. Von der Farbe könnte es tatsächlich passen.
Ich werde es die Tage noch probieren und dann sortiere ich das aus, wenn das nichts ist. Also falls ihr das Puder nie wieder sehen würdet, das ist dieses aussortierte, wo ich viele Fännchen ausgekratzt habe. Ich würde es schon gerne leer machen. Es ist aber immer noch zu dunkel. Diese, ja, keine Ahnung, ich wollte es pressen, es hat leider nicht funktioniert. Seitdem ist es so ein bisschen, ja, schon eigentlich cool. Ja, ich werde auf jeden Fall testen und dann euch berichten nochmal. Das habe ich da reingeworfen. Dann habe ich noch vier Dinge und dann sind wir durch. Zum einen ist mir ein Parfüm leer gegangen. Graceful Fawn Cake. Das war eine Pulle, die hatte ich ja, vor ein paar Monaten angefangen zu benutzen, wirklich. Und dann angefangen täglich es drauf zu ballern. So. Wie eine Irre, das Ding wurde nicht leer. Das sind 100 Milliliter. Natürlich sind 100 Milliliter, 100 Milliliter. Aber diesen Duft mochte meine Freundin überhaupt nicht. Sie hat gefragt, was ich da eigentlich drauf habe, weil es so ein bisschen nach Chlorreiniger riecht. Also wir sind da offen, ne? Wir sind. Ich bin hier nicht, ich bin nicht beleidigt, wenn sie mir das so an den Kopf knallt oder sowas. Das ist völlig in Ordnung. Mache ich bei ihr genauso. Das können wir schon ab, weil wir uns ja auch kennen. Es ist immer nur eine Sache, wenn man sich nicht kennt und ich euch gegenüberstehe und sage, hey, du stinkst aber nach Chlorreiniger. Was ist denn das für ein Duft? Würdet ihr das vielleicht anders da auffassen wie ich mit meiner Mary? Ja, von daher können wir uns das ernst. Da habe ich gesagt, ja, das ist ein Parfüm, was ich leer machen will. Und sagt sie, ja, wieso schmeißt du das nicht einfach weg? Das riecht nach Chlorreiniger. Ich so, ich will die Sachen nicht wegschmeißen, ohne sie zu benutzen. So sah es aus. Würde ich mir tatsächlich nicht nachkaufen. Hatte mir aber irgendwann doch gut gefallen. Also irgendwann hat man sich so an diesen Duft gewöhnt, fand ich. Also fand ich irgendwie cool. Ja, ich laufe heute immer noch mit Pyjama rum. Wir haben schon abends, aber. Pyjama, wir gehen auch irgendwann aus dem Haus. Also viel Haushalt gemacht. Dann habe ich aussortiert, werde ich diesen Teil hier. Das, ich habe das Metallchrom-Geschichte Setting Powder da abgemacht. Das ist diese Konsistenz. Die hat einfach nur Schmiere hinterlassen. Ich weiß nicht, wofür ich das sonst benutzen sollte. Water-Based Topcoat. Das war eine fleckige Geschichte. Ne. Kommt direkt in den Müll. Und dann habe ich der Real Mascara aufgebraucht, aussortiert. Das ist auch so eine Geschichte, die würde ich nicht nachkaufen. Mir gefallen diese Bürsten überhaupt nicht. Sie trennen mir einfach zu sehr. Die sind so pieksig, kratzig. Und weil sie auch noch so etwas länger sind, hier und auch vorne, kratzt man sich da irgendwie an dem Auge herum und nicht weit vom Au Abstechen. Dann ein Nagellack wollte ich euch so schön zeigen. Der ist wirklich sehr, sehr gut leer. Ich hoffe, ihr seht das anhand dieser Spitze hier. Seht ihr das? Da, wo es ein bisschen mehr ist. Den habe ich wirklich komplett platt gemacht. Das ist ein Nagellack, den habe ich wegen der Bürste nicht gefeiert. Aber die Farbe war sehr cool. Das war so ein Rosé, der ist wirklich. Also, wenn ich das so gegens Licht halte, vielleicht seht ihr das. Ist es bis hier, bis wo mein. Ja, zu viele Finger. Bis hierhin aufgebraucht. Also wirklich vielleicht noch ein Milliliter, ein Millimeter Produktinhalt, was ich nicht rausbekomme, lasse ich. Ich habe das versucht, in so ein Tablettenzeug da reinzufüllen. War nix. Also ja, das ist mein aufgebrauchter Müll. Ich hoffe, die Reviews haben euch gefallen. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Aufbrauchgeschichte, auch was dekoratives Zeug angeht. Wenn ihr Bock habt, versuche ich meine Anstimmung reinzumachen in dieses Video. Ob ihr Bock habt, dekorative Kosmetik oder unten, pinne ich das mal an. Genau, dann kriege ich es auch eher mit. Ob ihr Bock habt, meine dekorative Kosmetik zu sehen, Ende Mai. Dann haben wir so Halbzeit, sage ich mal, von diesem Jahr. Und dann kann ich euch mal meine Kiste zeigen und dann noch am Jahresende. Das würde ich euch gerne zeigen, denn da hat sich einiges angesammelt. Und ich war sehr erstaunt. Ich glaube, zum nächsten Jahr wird einiges leer. Und ich bin ganz, ganz froh. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ihr Lieben.